So, willkommen zum dritten Arbeitsblatt, Satzglieder bestimmen. Wir gehen gleich zum ersten Beispielsatz. Wir suchen wie immer zuerst das Prädikat, kam, und hier haben wir ein zweiteiliges Prädikat, also entgegen gehört noch dazu. Entgegenkommen wäre die Nennform. Dann suchen wir das Subjekt. Was kam ihm auf dem Heimweg entgegen? Eine Kutsche. Also die Kutsche kommt entgegen. Ja. Dann haben wir noch eine Umstandsergänzung. Auf dem Heimweg. Das ist, da frage ich dann, wo kam ihm eine Kutsche entgegen? Auf dem Heimweg. Eine Ortsergänzung. Jetzt könnte man das auch so lesen, dass man das als Zeitangabe sieht. Ja, wann kam ihm eine Kutsche entgegen? Auf dem Heimweg. Wäre beides in Ordnung bei der Schularbeit. Dann haben wir noch ein Objekt. Und zwar im dritten Fall. Wem kam auf dem Heimweg eine Kutsche entgegen? Ihm. Hier kann ich wieder die Probe machen. Ich schreibe es wieder dazu. So, U4 wäre mich. Und O3 würde ich mit mir ersetzen. So, probieren wir das. Mit mich zuerst. Auf dem Heimweg kam mich eine Kutsche entgegen. Das geht nicht. Das ist kein Deutsch. Jetzt mit mir. Auf dem Heimweg kam mir eine Kutsche entgegen. Das ist Deutsch. Das passt. Ja, das geht. Eines noch. Diese mich und mir Probe, das funktioniert bei den Objekten im dritten und vierten Fall, aber auch nur, wenn es eine Person ist. Also wenn es ein Ding ist, dann geht es nicht. Ich zeige euch das dann noch an einem späteren Beispiel. Das behalten wir uns noch im Hinterkopf. So, jetzt einmal die Fragewörter. Wo für die Ortergänzung, wem für das Objekt im dritten Fall, dann hier haben wir was, weil es ist ja keine Person die Kutsche, darum frage ich mit was, heißt immer wer oder was, in diesem Fall was. So, wenn ich mit wo frage, ist es eine Ortsergänzung. An zweiter Stelle steht wie immer das Prädikat. Dann haben wir hier ein O3. Dann an vorletzter Stelle das Subjekt. Und weil es ein zweiteiliges Prädikat ist, haben wir am Ende auch noch ein Prädikat. So, dann gehen wir gleich zum nächsten Satz. Das Subjekt ist Schnitt. Schön an zweiter Stelle. Was bedeutet Schnitt in diesem Fall? Also Schnitt, das heißt nicht, dass die Kutsche den Jungen halt so schneidet wie mit einem Messer oder so, sondern das heißt einfach nur, dass die Kutsche ganz nah an den Jungen ranfährt und ihn berührt oder anfahrt. Das sagt man immer, wenn einem ein Auto schneidet oder so zum Beispiel. Nicht ganz eng an dich ranfährt beim Überholen. Das ist hier gemeint mit Schnitt, mit Schneiden. Dann suchen wir uns das Subjekt. Wer schnitt den Jungen gefährlich? Die Kutsche. Also nicht was, in diesem Fall was, weil die Kutsche ist ja keine Person, sondern ein Ding, also was schnitt den Jungen gefährlich?
Dann schauen wir uns noch die Umstandsergänzung an. Auch leicht. Wie schnitt die Kutsche den Jungen gefährlich? Also auf welche Art und Weise? Also eine Art Ergänzung. Dann haben wir noch den Jungen. Sein Objekt. Und zwar im vierten Fall. Hier können wir wieder die Probe machen. Die Kutsche schnitt mich gefährlich. Das passt, das ist Deutsch. Vierter Fall. Probieren wir es mit mir. Die Kutsche schnitt mir gefährlich. Ist kein Deutsch. Das geht nicht. So. Also, was, wen schnitt die Kutsche gefährlich und wie schnitt sie, schnitt die Kutsche den Jungen? Da haben wir hier das Subjekt, hier haben wir das Prädikat, hier haben wir das Objekt im vierten Fall und hier haben wir die Artergänzung. So, gehen wir zum nächsten Satz, sehr langer Satz. Wir beginnen wie immer mit dem Prädikat. Das steht hier an zweiter Stelle, wie immer. So, aber dadurch, dass wir ein Und haben, haben wir hier noch ein Prädikat, was auch für sich alleine steht, weil ja die zwei Sätze durch das Und verbunden sind. So, dann suchen wir uns das Subjekt, wer fiel hart auf den Boden wegen der Kutsche? Er. So, dann suchen wir das Subjekt im. Nein, das machen wir nachher. Zuerst einmal nur den ersten Teil. So, dann suchen wir uns die Umstandsergänzung wegen der Kutsche. Wie schon im vorherigen Video gesagt, wegen. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass es sich um eine Begründungsergänzung handelt. Ja? Warum fiel er hart auf den Boden? Wegen der Kutsche. So, dann frage ich hart, wie fiel er wegen der Kutsche auf den Boden? Also auf welche Art und Weise? Hart. So, dann haben wir noch auf den Boden. Das ist auch eine Umstandsergänzung, und zwar, wohin fiel er hart wegen der Kutsche auf dem Boden. So, dann gehen wir weiter zum zweiten Teil des Satzes. So, hier, also ich zeige es euch noch einmal, ihr macht den Strich bitte nicht, aber ihr müsst euch das so vorstellen, das sind zwei eigenständige Sätze, die einfach nur durch ein Und ersetzt worden sind. Also man könnte im Gedanken hier einen Strich machen und nach dem Und beginnt sozusagen ein neuer Satz. Deswegen steht hier das Prädikat hier an zweiter Stelle sozusagen, weil die Kutsche die erste Stelle wäre. Und die Kutsche können wir gleich unterstreichen, ist hier das Subjekt. Wer fuhr schnell weiter, was fuhr schnell weiter, ist ja keine Person, sondern ein Ding, also was fuhr schnell weiter die Kutsche. Und ich merke gerade, weiter gehört noch zum Fuhr. Ja, weiterfahren wäre das die Nennform und im Präteritum wird fuhr weiter daraus. So, dann haben wir noch schnell. Haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Schnell ist natürlich eine Artergänzung. Wie fuhr die Kutsche weiter? Schnell, also auf welche Art und Weise? Schnell fuhr sie weiter. So, jetzt noch die Fragewörter. Warum? Wer? Wie? Wohin diesmal, nicht wo, sondern wohin fiel er hart wegen der Kutsche. Ich kann ja nach der Ortergänzung mit wo fragen und mit wohin. Meistens geht es mit wo, manchmal muss ich dann wohin verwenden, wie in diesem Fall. So, was fuhr schnell weiter, was fuhr, wann, na nicht wann,
wie weiter, schnell. So, dann oben nochmal die Satzglieder bestimmen, Prädikat, Subjekt, Artergänzung, Ortergänzung, Subjekt, Prädikat, Artergänzung und der zweite Teil des Prädikates. So, dann gehen wir zum nächsten Satz. Das Prädikat ist hier lag. Und hier haben wir wieder so ein und. Und weinte ist auch ein Prädikat. So, dann suchen wir uns das Subjekt. Wer lag nun auf dem Boden und weinte leise? Der verletzte Junge. Subjekt. Dann haben wir nun. Nun bedeutet ja so viel wie jetzt oder im Moment, in diesem Moment. Also eine Zeitangabe, ein Zeitpunkt. So, dann haben wir noch auf dem Boden, das ist wie oben. Wo lag nun der verletzte Junge? Auf dem Boden. Dann haben wir noch leise. Das ist wieder genauso wie schnell und wie gefährlich. Frage mit wie. Ja, wie weinte der verletzte Junge? Leise. So, dann haben wir alles, ja. Dann die Fragewörter. Wer, wann, wo, diesmal nur wo, und wie. Oben noch die Satzglieder bestimmen, Subjekt, Prädikat, Zeitergänzung, Ortergänzung, Prädikat und Artergänzung. Dann gehen wir zum nächsten. Kam, sehe ich sofort, sein Verb, Prädikat und fragte auch. So. Dadurch, dass kam hier an zweiter Stelle steht, heißt das natürlich, dass alles, was davor steht, ein Satzglied ist. Und in diesem Fall ist es eine Umstandsergänzung, und zwar einige Zeit später. Wann kam eine schöne Fee und fragte ihn? Einige Zeit später, also eine Zeitergänzung. Dann haben wir ein Objekt. Kein Objekt, wir haben das Subjekt vergessen. So, wer kam einige Zeit später und fragte ihn? So, eine schöne Fee ist hier das Subjekt. So, jetzt kommen wir zum Objekt. Ihn. Und zwar im vierten Fall, hier kann ich wieder die Probe machen, mit mich und mir, zuerst mit mich. Einige Zeit später kam eine schöne Fee und fragte mich. Das ist Deutsch, das klingt gut, also Objekt im vierten Fall. Unten jetzt die Fragewörter. Wann? Wer? Wenn? Dann, weil ich mit wann frage, ist es eine Zeitergänzung. An zweiter Stelle wie immer das Prädikat, Subjekt, Prädikat und hier ein Objekt im vierten Fall. So, einige Zeit später kam eine schöne Fee und fragte ihn. So, jetzt haben wir eine direkte Rede. Gut, ist nicht besonders anders, aber was hier anders ist, wir haben hier keinen Aussagesatz wie oben. Ich habe euch ja gesagt, das Prädikat steht bei einem normalen Satz und die meisten Sätze sind normale Sätze, normale Aussagesätze, steht immer an zweiter Stelle. So, hier seht ihr, es kam an zweiter Stelle, lag an zweiter Stelle, fiel an zweiter Stelle, schnitt an zweiter Stelle, kam an zweiter Stelle. Ja, ich mache hier noch einen Strich quer durch, dass das noch, müsst ihr nicht machen, aber dass es hier noch ganz klar wird, das ist immer an zweiter Stelle das Prädikat. Jetzt muss man dazu sagen, fast immer. Denn
Wo das Prädikat nicht an zweiter Stelle steht, das ist der Fragesatz. Und hier merken wir sofort, das ist ein Fragesatz am Fragezeichen. Bei einem Fragezeichen ist es anders. Da kann das Prädikat auch woanders stehen. Und ich merke auch gerade einen Fehler. Und zwar, es heißt nur verletzt, nicht Verletzte. So, verletzt. Und zwar hier steht, muss es nicht an zweiter Stelle stehen. Und zwar hier steht es an erster Stelle, hast du dich sehr stark verletzt, und zweiteilig nochmal an letzter Stelle. Bitte ausbessern, wenn ihr das nicht habt. Das ist die Ausnahme bezüglich Prädikat an zweiter Stelle. Bei einem Fragesatz ist es wieder anders, nicht? Da ist es nicht, dann muss es nicht an zweiter Stelle stehen. So, dann gehen wir weiter zum Subjekt. Wer hat dich sehr stark verletzt? Nein, hast du dich stark verletzt? Ist hier das Subjekt. Dann dann suchen wir gleich das nächste in einer Reihenfolge. Dich. Ja, hast du mich? Kann ich wieder die Probe machen? Hast du mich sehr stark verletzt? Ist Deutsch. Bedeutet natürlich jetzt was anderes, aber es ist Deutsch. Darum geht's. Wenn es Deutsch ist, nach der Ersatzprobe, dann passt's. Was zum Beispiel nicht ginge mit mir, hast du mir sehr stark verletzt. Das ist kein Deutsch. Das kann also kein O3 sein. Dann gehen wir zu dem übrig gebliebenen, und das ist sehr stark. Das ist natürlich eine Art Ergänzung. Wie hast du dich verletzt? Sehr stark. So, dann noch die Fragewörter. Wer wen? Ja, bei der direkten Rede klappt das mit den Fragewörtern nicht immer ganz. So, und wie? Das ist, dass ich ganz schön danach fragen kann, aber ich merke ja durch die Ersatzprobe, dass dich ist hier ein Objekt im vierten Fall. Und das wäre auch ein Subjekt natürlich dann. So, dann oben noch die Satzglieder. Subjekt, U4, Artergänzung, Prädikat. So, dann gehen wir zum Bonussatz. Der Bonussatz ist eigentlich ein relativ einfacher Satz. Er ist nur etwas länger. Es ist eine direkte Rede mit einem nachgestellten Begleitsatz. Aber wenn man so vorgeht wie oben, ganz unkompliziert, dann ist es wirklich einfach. Wir schauen uns zuerst die direkte Rede an. Wir merken, das sind zwei Sätze. Das heißt, ich schaue mir mal den ersten Satz alleine für sich an. Nur den ersten Satz. Und wenn ich mir den Satz alleine anschaue, ist es eigentlich easy. Schmerzt, zweite Stelle, Prädikat. Was schmerzt ungeheuerlich? Mein Bein, also das Subjekt. Und wie schmerzt mein Bein? Also auf welche Art und Weise schmerzt mein Bein? Ungeheuerlich, also eine Art Ergänzung. So, dann gehen wir weiter zum zweiten Satz in der direkten Rede. Genau das gleiche. An zweiter Stelle, blutet. Dann frage ich, was blutet? Na, falsch. So, dann frage ich, was blutet? Stark. Mein Kopf. Und dann, wie blutet mein Kopf? Stark. Also genauso wie im ersten Satz. Subjekt, Prädikat, Artergänzung. So, jetzt haben wir den nachgestellten Begleitsatz. Der besteht nur aus zwei Wörtern. Antwortete er. Und hier wieder das Gleiche. Antwortete ist ein Verb. Sehe ich sofort. Also rot, unterstreichen, Prädikat. Und das Subjekt zum Antwortete ist das er. So, ich zeichne euch das nochmal ein. So, wir haben hier das Prädikat schmerzt. Das schmerzt gehört zum Bein, ist ein Satz, das alles. Dann haben wir das Prädikat blutet, das gehört zum Kopf,
ist ja der Kopf, der blutet. Und dann haben wir das Prädikat antwortete. Wer antwortet? Er. Das gehört hierher. Ja? So, dann die Fragewörter. Was schmerzt ungeheuerlich? Und wie schmerzt mein Bein? Was blutet stark? Und wie blutet mein Kopf? Und wer antwortete? So, wenn man nach System vorgeht, ist es eigentlich ein super einfacher Satz, einfacher noch sogar als die vorherigen. So, dann Subjekt, Prädikat, Artergänzung, Subjekt, Prädikat, Artergänzung, Prädikat und das dazugehörige Subjekt. So, jetzt bitte noch einmal kontrollieren, ob ihr das so habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.